So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Ja. Letztes Mal haben wir uns hier um den Stall des Waldes gekümmert, haben herausgefunden, was das Maioi-Signum macht, haben eine Fee geöffnet. Und jetzt gehen wir zu dem Turm hier, in dem Gebiet. Der ist jetzt ja nicht so weit weg, das sollte also nicht das große Problem sein. Oh, sehr. Ich liebe es, dass er das sich drum kümmert. Also, das ist so gut, ne? Das ist so gut, dass er sich da immer selber drum kümmert. Das liebe ich ja echt. So, ja, wir wollen einfach hier hoch. Kein großer Act. Und dann würde ich gerne in dem Part was ausprobieren. Und zwar, falls wir die Zeit noch haben, möchte ich mal im Schneegebiet, möchte ich mal die. Ach, es regnet ja gerade. Ich kann ja gar nicht hochklettern. Ach, oh, ist das schon wieder scheiße. Ach, ist das schon wieder ein Müll. Ja, und zwar möchte ich mal im Schneegebiet die. Warte, ist da was drauf? Die Höhlen abgucken. Ob wir da vielleicht dann doch noch die Möglichkeit haben, die Forscher wieder zu finden, die ich das eine Mal den ganzen Part über gesucht habe. Also komme ich nicht hoch. Dann gehen wir halt den richtigen Weg. Wobei das hier sieht machbar aus. Das hier sieht laufbar aus. Ah, hat sich erledigt. Okay, wir gehen außen rum. Scheiß drauf. Ah, der Regen hört auf, der Regen hört auf, der Regen hört auf. Sehr gut. So brauchen wir das. Das sind alles nur so kleine Mini-Inseln, ne? Okay, das ist wieder sowas. Ah, das sieht alles sehr interessant. Och, nee. Keine Lust auf euch. Keine Lust und keine Zeit auf euch. Für euch, wie auch immer. Okay. Ich will nur zum Turm. Sieht aber soweit gut aus. Ich glaube, wir kommen recht schnell zum Turm jetzt. Ah, okay, doch. Ein bisschen ist er noch weg. Ein bisschen ist er noch weg. Ein bisschen ist er noch weg. Aber er ist schon relativ groß sichtbar. Relativ groß sichtbar. Okay, da ist ein interessanter Effekt. Das ist nicht das Schloss, was schwebt. Das Schloss, was schwebt, ist da drüben. Es ist. Ah, das ist wahrscheinlich der erloschene Vulkan, so ein bisschen. Könnte ich mir gut vorstellen. So. Okay, was ist das? Ah, hier geht's jetzt. Ah, das ist.
Das ist wahrscheinlich die Straße, wo es hieß, die ist gefährlich. Die ist so von der Lava ge... Okay, da kommt eine Gerudo. Aber ich will eigentlich erst zum Turm. Ich will eigentlich erst zum Turm. Nein, ich gehe erst zum Turm. Jetzt alles für Viecher. Haben dich die alle schon? Sind es nur normale Bockblends? Blauer, blauer. Ah, wisst ihr was? Wir brauchen eh Bockblendherzen. Wir brauchen eh Bockblendherzen. Dann let's go. Oha. Oha, der ist aber drauf mit seiner Rüstung. Ja, okay, warte mal. Um die Rüstung kümmern wir uns mal als allererstes. Zu nah ist schlecht. Okay, sehr gut. Leider kein Herz dabei gewesen. Sehr schade. Aber er hat der andere hat ein Herz droppen lassen. Wichtig. Und richtig. Hier leider auch kein Herz. Aber ist okay. Besser wie nix. Ne? Rüstungsfragmentschild. Was? Ah, ist einfach nur ein normales Soldatenschild. Okay. So, was haben wir hier Hübsches? Steinspalter, aber das ist auch, geeignet für Ausgrabungen, Ich meine, wir könnten es dann theoretisch ein bisschen ersetzen, ne, durch den Felsbrocken. Ja, komm. Nehmen wir den Steinspalter mal mit. Und verbinden den Steinspalter gleich mit einem Felshammer. Weil vielleicht ist dadurch dann ja der ein bisschen... Hä? Wieso funktioniert... Wieso will der Stein nicht... Ach, das ist schon ein Felshammer. Ach, den habe ich gerade hinge... Nee, das ist... Felsbrocken. Ah, doch, ich verstehe. Das ist der von dem Bockblender. Okay. Na, immerhin zwei Holzpfeile. Okay. Jetzt aber. Und zack. Okay. Ein Herz mehr. Das ist auch so eine Art Straße. Aber wir sind beim Turm. Wir sind beim Turm, das ist doch auch schon mal was.
Was ist das? Einfach irgendwelche Knochen. Okay. Nicht weit interessant dann. So, kann ich hier einfach rein, ist die Frage. Oh, okay, warte. Dann machen wir das doch gleich richtig. Du dummes Drecksding. Lösch dich. Ach Mann, jetzt ist die auch bald kaputt. Das ist doch doof. Okay, so, wo ist der Aufstieg? Hier ist der Aufstieg. Oh nein, sag nicht, ich komme nicht rein. Ah, dann müssen wir wieder über. Dann müssen wir wieder durch eine Höhle. Safe müssen wir durch eine Höhle. Diesmal weiß ich's. Safe durch eine Höhle. Durcheinander. Trümmerstück ist vom Himmel gefallen, hat den Kartografiertam erwischt. Oh, okay. Doch eine andere Geschichte. Oh. Da ist die Abdeckung abgerissen, okay. Ja, aber wenn der Turm offen ist, dann ist es ja. Ja, gut, dann muss ich einfach von oben rein. Hä, ja, wenn der Turm von oben offen ist, dann kann ich einfach hochklettern, theoretisch. Das sollte dann noch hinzukriegen sein. Oder man geht mit so einem Ding hoch. Ach komm, das geht schneller. Das geht viel schneller. So. Ab nach oben. Vor allem, wo landen wir jetzt? Geht der bis ganz nach oben an so ein Ding ran? Tatsache. Dann gucken wir doch gleich, ob hier wieder was Schönes drin ist. Ja gut, der ist eh gleich kaputt, dann können wir das auch neu zusammensetzen. Okay, sonst war hier aber nichts, oder? Na, also, ist da drüben irgendwas Spannendes? Da könnte noch was Spannendes sein. Aber das sind hier so drei Dinger in der Nähe. Aber eigentlich mehr auch nicht. Dann probieren wir doch jetzt mal. Das sollte, also zumindest das sollte funktionieren. Ja, sehr gut sogar. Naja, gut, das ist sehr gut. Hat sich so ein bisschen erledigt, aber ja, so einigermaßen hat es funktioniert. Einigermaßen hat es noch funktioniert, hier hinzukommen. Ah, da ist noch eine Truhe tatsächlich. Ach, komm! Schmeiße ich ihn jetzt weg. Das sind alles starke Sachen, die ich cool finde. Ja, komm, dann hauen wir den normalen Felshammer weg. So. Aber jetzt darüber weiß ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Nee. Ich meine, vielleicht ist da unten dann ein Stein, der zu dem hochführt. Ich kann es ja mal markieren. Ah, jetzt sehe ich natürlich. Okay, so nicht. So.
Und jetzt aber erstmal zum Turm zurück. Wo ist der Turm? Da unten. Ich bin so ein Trottel. Ich hab vergessen, ja. Das lief super. Das lief richtig toll. So, das lief also wirklich richtig toll. Ich bin begeistert, wie gut das gelaufen ist. Die Truhe ist jetzt einfach weg, oder was? Auch interessant. So. Ach, da steckt wieder irgendwas, oder wie? Was? Wie bist du denn da reingekommen? Ja. Ist da wieder irgendwas? Nee. Ah, dann muss ich es einfach anmachen, oder was? Okay. Ah, ja, okay. Gut. Ja, ich weiß nicht, inwiefern ich dir jetzt geholfen habe, weil das ist einfach für mich nützlich, der Turm, und dich interessiert der Turm eigentlich überhaupt nicht. Das Ding kann ich jetzt auch nicht oben draufsetzen, das ist jetzt einfach kaputt die ganze Zeit. Okay. Gut. Na dann, Abflug. Nächstes Kartengebiet aufdecken. Let's go. Ach so, natürlich komme ich vom Turm jetzt auf das hohe... auf das andere Teil. Soweit habe ich wieder gar nicht gedacht, ne? Ja, klar, komme ich mit dem Turm dahin. Okay, ist ein größeres Teil. Das gucken wir uns auch gleich an. Warum nicht? Oh, und da drüben ist... ja. Ich ahne schon, dass da drüben, was wir gerade gesehen haben, dass das mit dem... mit der Quest dann hier zu tun hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt wird das mal Eldin aufgedeckt. Berge von Eldin. Sehr schön. Und hier sieht man auch ein paar neue Sachen. Okay. Also ich möchte auf jeden Fall hier drauf. Da gibt es scheinbar ein bisschen was zu tun. Oh, das fährt sogar. Oh, da. Oh, ja. Mm, oh. Oh, das führt zu einer... oh, das... oh. Oh, das führt bis... oha. Das ist was viel Größeres. Okay. Da drüben ist eine Figur. Und genau, das hier habe ich gesehen, ne? Ich bin sicher, dass das... vielleicht dann zum... wobei, das sieht nicht so aus. Dass das zum nächsten Hauptding führt, wollte ich sagen. Aber nee, vielleicht doch nicht. Das ist einfach nur ein Nebenteil. Weil wahrscheinlich ist dann doch eher... oh, kann man hier den Untergrund runter? Oh je. Aber das sieht nach Miasma aus. Ah, weiß ich nicht, ob mir das gefallen will. Na gut. Wir landen jetzt erstmal hier und kümmern uns jetzt erstmal hier um die Geschichten. Am Ende führt es ja bis zu einem Schrein, also das ist schon wichtig. Bist du ein Gegner? Jo. Oh, der sieht aber... oh, der scheint stark zu sein. Okay, nee, der ist nicht stark. Ah, mein Bogen ist einfach nur scheiße schwach, ne? Ja, okay, alles klar. Da wollen wir nicht runter.
Sehr gut. Beta-Krieger-Konstruktoren. Wunderbar. Oh, schon wieder so ein Narnium-Schwert. Ja, komm. Pass auf. Dann... Bruder! Alter, mich hat's... Boah, mich hat's lange nicht mehr so gerissen. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut, so sehr hat's mich gerade gerissen. Eieiei. Schuh. Du dummes... Du dummes Drecksding. Oh mein Gott. Alter. So. So, mein Plan war ursprünglich... Ja, jetzt habe ich mit dem Schwert gekämpft. Natürlich großartig gemacht. Das war nicht ganz der Plan, muss ich gestehen. Ach, scheiße. Ja, egal. So, ich wollte das synthetisieren mit dem. So. Ah, ich kann nicht. Ist egal. Okay, hier scheint nichts weiter Spannendes mehr zu sein. Dann sollen wir von hier wahrscheinlich einfach nur weiter hochgehen. Ja. Okay, dann fahren wir von hier aus weiter nach oben. So dürfte das jetzt sogar funktionieren, ohne dass wir Strom verbrauchen. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Nice. Sehr schön. So. Der Wagen hat jetzt einen richtigen Abflug gemacht, scheinbar. Auch interessant. So, dann gehen wir mal eins höher. Zack. Nice. Oh, hier ist so ein Drachenkopf. Teil. Okay. Okay. Oh, da komme ich nicht durch. Da ist aber eine Truhe. Ja, und da kommen wir auch an die Truhe ran. Easy. Yo! Let's go! Let's go! Zwei noch, dann kriegen wir da auch raus, was das macht. Zwei noch, dann kriegen wir da auch raus, was ich damit kann. Nice! Sehr nice. Die Truhe war aber so... Also die Truhe war jetzt gar nicht mal... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Truhe dahin führt, ne? Muss ich gestehen. Ich hätte gedacht, am Ende des Weges ist vielleicht so eine Truhe. Aber nicht schon mittendrin. Oh mein Gott. Sheesh. Sollte man langsam was essen.
Das ist einfach nur ein Pilz, ne? Ja. Ist hier außen noch irgendwas Spannendes? Nein. Dann klettern wir mal wieder hoch. Das war nicht der Plan, muss ich gestehen. Aber auch interessant. Dann gehen wir lieber wieder so hoch, ist in Ordnung. Dann gehen wir lieber wieder so hoch. So, zack. Ich will ja nur nichts verpassen. Ich meine, klar könnte ich jetzt nochmal eins höher gehen mit der Fähigkeit. Aber ich will ja nichts verpassen. Wir wollen das schon hier ordentlich machen. Gerade so eine Truhe hätte ich nämlich dann verpasst. Die war ja mal komplett unscheinbar. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eine richtige, wichtige Truhe ist. Okay, aber jetzt denke ich, jetzt können wir eins hören. Okay. Ja, ich hätte halt am Ende von dem Weg hätte ich mit einer wichtigen Truhe, weil das geht ja hier immer noch weiter, ne? Bis zu dem Schrein geht das ja. Ich hätte am Ende des Weges mit so einer Truhe gerechnet, aber die war ja wirklich mittendrin einfach jetzt. Damit, also ich bleib dabei, damit hätte ich nicht gerechnet. So. Hier scheinen keine Gegner zu sein. Treppenstufen, die nur hier runterführen wieder. Okay. Dann habe ich da hoffentlich bisher nichts verpasst. Wir gehen einmal ein bisschen außen rum. Da war... Ach nee, das war nur das Losgehts. Aber hier scheint auch nichts weiter Spannendes zu sein. Nee, okay. Hier können wir einmal hochgucken. Nee, keine Eier, kein gar nichts. Ah, Funkelfrucht. Nehmen wir ein paar mit. So, sonst ist hier auf dieser riesigen Fläche gähnende Leere. Energiesphären. Ja, und der Wagen muss jetzt natürlich hier einmal rüber. Dann muss da ein Ventilator ran. Das war nicht der Plan. Zack. Dann muss da so ein Ding drauf. Zack. Haben wir noch eine Batterie? Ja. Zack. Wieso gibt jetzt nicht irgendwie was an, dass er sich das jetzt gemerkt hätte eigentlich? Oder... Ah, hat er automatisch sich gemerkt. Gut. Weil dann würde ich jetzt nämlich dieses Gefährt so in der Variante... einmal gerade die Favoriten packen und das auch ohne die Batterie dran. So. Okay. Ah, lol. Lol. Das ist, glaube ich, ein normaler Ballon ohne Dings, ne? Den können wir auch mal die Favoriten packen. So. Wie kann man überhaupt die Favoriten... Ach, hier! Baupläne und dann sind hier Favoriten. Ah, ich verstehe.
Ich verstehe. Okay, alles klar. Gut. Ja, let's go. Hui. Okay, aber guck mal, wir wollen hier mehrere Zwischenstopps machen. Wobei, da ist nichts drauf. Wow. Da muss das Spiel jetzt scheinbar erstmal ein bisschen nachladen. Oder was war das jetzt für eine Aktion? Man weiß es nicht so genau. Okay, hier scheint nichts zu sein. Das da sieht noch so ein bisschen verdächtig gefährlich aus. Da waren wir gerade drauf. Ja, ich denke, wir lösen erstmal den Schrein aus, falls wir schon auslösen können, den Schrein. Oh, hier ist ja auch wieder so eine Kugelmaschine. Da müssen wir ja gleich wieder ein bisschen gamblen, bis was Brauchbares rauskommt. Und wir nutzen es immer noch nicht. Oh, hier ist auch wieder so ein Ding. Ah, damit komme ich da rüber, okay. Ja, das können wir doch gleich nutzen. Erstmal aktiviere ich den Schrein, bevor uns noch irgendwas passiert. Das muss ja auch nicht sein. Bevor noch irgendwas schief geht, aktivieren wir erstmal den Schrein. So. Was hast du für mich zu bieten? Bist du ein reiner Belohnungsschrein für den Weg hierher oder bist du ein wichtiger, richtiger Schrein? Okay, Wasserwege. Gut, ich sehe richtig viel Wasser hier auch. Für die Wasserwege. Okay, wir haben ein neues Objekt kennengelernt, scheinbar gerade. Da kommt Wasser raus, wenn ich drauf haue oder was. Okay. 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 Alles klar, da kommt halt Wasser raus. Kann ich die auch dann bewegen, die Dinger? Ja! Okay, das sind dann da sind sozusagen Platten, die ich nutzen kann. Die auch nicht kaputt. Okay, cool. So quasi Obsidian. Okay, so. Okay. Was ist da drüben jetzt? Ach so. Aber das hilft jetzt ja nicht gerade da hochzukommen, wenn da eine Platte ist. Ich meine, ich kann natürlich jetzt den hier machen. Und den hier. Ach lol. So könnte man jetzt Stück für Stück. Ja, aber ich meine, ihr wisst doch, was ich tue. So geht's halt einfach am einfachsten. Warum sollte man jedes Rätsel lösen, wenn man einfach die Zeit zurückdrehen kann? Okay, haben wir irgendeinen schwachen... Wir haben doch einen ganz schwachen Bogen, den ich gerade nutze. Dann kann der raus. Sehr gut. So. Kann der jetzt das hier auch aufweichen? So irgendwie? Keine Ahnung. Ich meine, warum ist das jetzt hier? Ich meine, ich kann es wahrscheinlich kaputt schlagen normalerweise, oder nicht? Ja, das war jetzt ein krasses Rätsel auf jeden Fall. Jetzt sind da mehrere. Haben wir damit eigentlich schon alle Truhen? Ne? Wahrscheinlich schon. Ja.
Also alles, was jetzt noch passieren muss, ist, dass wir darüber müssen. Okay. Nein! Nicht den. So. So. Zack. Und zack. Reicht es schon? Ah, sieht gut aus. Easy. Okay. Wunderbar. Sehr schön. So. Aber zumindest die Episode mit den Himmelsdingern hier oben möchte ich jetzt eigentlich noch beenden. Aber wir können schon wieder zwei neue Herzcontainer uns machen. Sehr gut. Wir haben auch gemerkt, dass das dringend notwendig ist. Also wir brauchen Herzen und wir brauchen Rüstung. So. Aber jetzt erstmal hier drüben ist Krog. Ne, ist kein Krog, ist einfach nur Früchte. Aber auch die nehmen wir mit. So. Ne, hier ist nichts weiter. Okay. Ach ja, die Maschine wollte ich nutzen. Das war mein ursprünglicher Gedanke. Bevor ich wieder abgedriftet bin. So. Was muss ich da nochmal reinschmeißen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, die Kugeln. Ich glaube, die Dinger muss ich reinwerfen, ne? Diese Energiesphären. Jawollo! Okay, Rad ist eins. Das hat man noch gar nicht. Hydrant, ja, okay. Jetzt wissen wir, was es ist. Noch was Neues. Ersatzbatterie, okay. Hat man noch nicht einfach als Kugel. Ist in Ordnung. Hydrant, Ersatzbatterie, Hydrant. Ventilator Nummer 4. Rad, Hydrant, Ersatzbatterie, Hydrant. Okay. Gibt es hier 4 Stück oder gibt es mehr? Nice, wir haben alle 4 offen. Wunderbar. Let's flipping go. So, das Ding schießt in die richtige Richtung. Dann können wir da gleich mal mitfliegen. Hui. So, was haben wir denn hier Hübsches noch? Erstmal ein paar Sonnenfleckchen. Bisschen Funkelfrucht. Ja, aber sonst ist es jetzt hier auch nicht so spannend. Aber hier übersehe ich hier irgendwas? Grundlegendes? Da hoch vielleicht?
hier oben noch irgendwas Spannendes? Irgendwie ja nicht so, ne? Ist da drüben irgendwas Spannendes? Auf dieser kleinen, einsamen Insel? Ja, ein paar Äpfel. Ja, wenn jetzt ein Goldapfel dabei wäre. Oh mein Gott! Oha! Yo, die ist interessant zu finden. Wie mache ich das denn jetzt? Soll ich da einfach nur drüber klettern? Ah ja, okay. Okay, die hätte ich fast nicht gesehen, aber ich meine, irgendwas musste hier ja noch sein. Gut. So, aber die Äpfel nehmen wir noch mit hier. Das sind schon einige. Warte, komme ich da nicht irgendwie leicht daran? Wenn ich den in die richtige Richtung fälle, sollte es doch funktionieren, oder? Yes. Sehr schön. So, jetzt wird mich noch interessieren. Ja, da ist nämlich noch eine Truhe, siehst du? Ich wusste doch, da ist noch was. Ist die hier über dem automatisch? Ja, perfekt. Gut. Das wär, wenn das jetzt wieder so eine Schatzkarte ist oder so, fände ich das super cool. Irgendwas Wichtiges. Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ist auch ganz nett. Gut, aber dann denke ich, haben wir jetzt hier alles gemacht, richtig? Ich sehe hier nichts, was in der Nähe ist, wo ich noch irgendwie könnte. Ich glaube, wir haben jetzt alles hier gesehen erstmal. So, weil dann fliege ich jetzt noch zu meiner blauen Markierung zurück. Das war ja die andere Himmelsinsel, wo ich noch nicht hingekommen bin. Die jetzt aber auch nicht so spannend sein sollte. Aber einfach nur, dass wir das noch mitgenommen haben. Ach, oder ist es die hier gewesen? Ah, das könnte die hier gewesen sein. Weil das ist jetzt genau hier drüber. Ja, das könnte die gewesen sein. Oh, da ist auch so ein Ding. Stopp. Okay, das hier ist das, das hier ist die Träne, oder? Das hier ist die Träne. Ja, let's go. Nehmen wir das doch noch mit. Nehmen wir mal wieder so ein Ding mit. Warum nicht? Nehmen wir mal wieder so ein Ding mit. Ja, das ist eindeutig da. Markier es mir gleich mal. Sehr geil. Aber die ist jetzt mal sehr deutlich zu sehen. Also die ist jetzt mal sehr deutlich tatsächlich zu sehen. Das ist aber auch eine ganz kleine Figur. Das ist einfach das pure Pet. So, aber bevor wir die Träne auslösen, suchen wir uns noch den Stein. Also das hätte ja jeder gefunden. Also, das hätte man ja sogar vom Boden aus gefunden. Das ist jetzt ausnahmsweise eine ganz kleine Geoglyphe. Aber ich will gar nicht meckern, ist ja in Ordnung. Ja, das ist ja wirklich eine ganz kleine Geoglyphe. Okay. Soll mir recht sein. Eine weitere Erinnerung für uns zum Angucken. Ich bin sehr gespannt. Die waren bisher immer sehr cool. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch eine weitere Offenbarung.
Vielleicht erfahren wir was, was wir noch nicht verstanden haben. Let's go. Vielleicht weiß er, dass Purapet ist. Vielleicht erfährt man jetzt, wie sie es geschafft hat, dass das wieder zu uns zurückgekommen ist. Könnte auch sein. Es geht tatsächlich ums Purapet. Aber das ist nicht Zelda, die sind da. Einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, das ist Sonja. Es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Oh, Minero, danke, nicht Sonja. Huch. Minero. Also glaubt ihr mir nun endlich alles? Dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit. Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment, des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass wir in Zeitparadoxen landen werden. Ich meine, sie ist jetzt in der Vergangenheit. Und alles, was sie in der Vergangenheit ändert, müsste sich ja hier auch auswirken. Also, aber gut. Das sind ja dann die typischen Zeitprobleme bei Geschichten. Immer wenn Zeit eingebaut ist. Okay. Dann haben wir das auch gemacht. Prima. Dann würde ich sagen, das sind einzelne, oder? Räumen wir die noch kurz weg und holen uns noch ein paar Herzen. Scheiße.
Nice, da war tatsächlich ein Bockblindherz dabei. Sehr geil. Kann ich die damit eigentlich auch erledigen, wenn ich die treffen würde? Ich weiß halt nicht, wo die sind, ne? Ich kann halt auch nicht nach unten gucken, leider. Ja, schade. Oh, die kommen hoch. Ja, hi. Ah, die sind gar nicht stark. Die sind ja richtig schwach. Die sind ja richtig schwach. Dann nehmen wir jetzt wirklich auch... Ja, nehmen wir halt unsere Beta-Kriegerklinge. Komm, zweimal Bockblindherz. Schade. Aber immerhin eins haben wir mitgenommen. Oh. Ich wollte gerade sagen, der Wolf ist doch dein Gebiet. Das machst du doch. So, Glutling haben wir auch noch nicht fotografiert. Let's go. Edelwild. Sehr schön. Ja, aber das war es dann auch. Kein besonders spannender Ablauf. Egal. Egal. Ah, ich hab auch euch jetzt gar keine Lust und Zeit. Ich will auch gar nicht hier weiterlaufen eigentlich. Nee, wir gehen wieder zurück zum Turm. Wir sind schon wieder in einem komplett anderen Gebiet. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich gar nicht hin. So. Sondern wir wollten ja... diese blaue Insel noch abchecken. Oder war das jetzt die hier? Also wenn es die war, hat sie es natürlich erledigt. Aber ich dachte, das war noch eine andere. Ah, guck mal, hier ist noch eine Truhe, siehst du? Die war das. Sonanium. Mann, ich will immer... Mann, diese Sonanium-Dinger sind cool. Die sind richtig cool, weil man die halt mit Sonanium-Kram... Aber ich habe halt keinen... Ich weiß halt nicht... Ich habe halt keinen Platz. Ja, komm. Aber das ist ja auch schon so eine Sterne. Mann! Ja, ich habe eh eine. Ja, komm, ich habe eh eine, dann passt das schon. Ich glaube, die bekommt... Ich glaube, die fühle ich gerade wichtiger, als sie sind. Ich glaube, die fühle ich gerade einfach wichtiger, als sie tatsächlich sind. Aber genau, das war das Ding, was ich gesehen hatte von oben. Und da ganz oben waren wir. Okay. Da zieht es wieder irgendwas runter. Gut. Dann begebe ich mich jetzt noch zu... was auch immer das ist. Dem Schrein da. Und schließe hier den Part ab. Der war zwar wieder ein bisschen länger. Aber es ist auch viel passiert. Ist das ein Stall? Nee, was ist das? Doch, das ist eine Art Stall, oder? Aber in der Art eher Monsterstall. Ich weiß es nicht. Oder es ist ein so ein Dorfabschnitt. Wir werden es rausfinden. Aber erstmal zum Schrein.
irgendein Monster-Ding. Ah, das ist das Dorf, oder? Oder was davon übrig geblieben? Ach, guck mal, hier sind auch Quellen. Ja, doch, das ist so eine Art... Dings auf jeden Fall. Oh, scheiße. Okay, ich hab's überlebt. Puh. Ich gucke mal gar nicht auf meine Ausdauer beim Segeln. Das ist noch ein bisschen kritisch. Aber wir haben es überlebt. Sehr gut. Dann nächstes Mal dieser Schrein hier. Und was es noch so alles hier zu tun gibt. Vielleicht werden wir jetzt endlich schon mal in die Richtung Goronen-Quest gehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.